Hallo, ich bin Sandra von Sorpetaler. In unserer neuen Videoreihe möchte ich über die Holzarten sprechen, die wir für unsere Fenster und Türen einsetzen. Und loslegen will ich mit Red Grandis. Red Grandis ist den meisten von euch wahrscheinlich eher unbekannt. Das ist auch kein Wunder, weil es spielt im Fenster- und Türenbau eigentlich erst seit einigen Jahren eine größere Rolle. Und es bringt aber alles mit, was wirklich wichtig ist für den Fenster- und Türenbau. Es hat eine sehr gleichmäßige, hellrötlich-braune Farbgebung und ist praktisch astfrei. Und das ergibt natürlich eine total tolle Oberfläche, wenn das Holz lackiert oder lasiert wird. Außerdem ist es als Hartholz sehr witterungsbeständig und das ergibt einfach sehr robuste, langlebige Fenster und Türen. Und in dieser Hinsicht ist es im Grunde vergleichbar mit Meranti oder Lärchenholz. Doch warum solltet ihr euch für Red Grandis entscheiden? Hier spielt der ökologische Aspekt eine große Rolle. Unser Red Grandis Holz ist nämlich zu 100% FSC zertifiziert und kommt von nachhaltig bewirtschafteten Plantagen in Uruguay. Ehemaliges Weideland wurde hier nachhaltig wieder aufgeforstet und gleichzeitig werden die Plantagen weiterhin von örtlichen Bauern benutzt, dass sie halt ihre Viecher dort weiden lassen können. Und das Unternehmen, das die Plantagen betreibt, ist auch sonst durch und durch nachhaltig aufgestellt. Zum Bewässern reichen schlicht die Regenmengen vor Ort, also es braucht nicht noch mehr zusätzliches Wasser und es werden auch keine Pflanzenschutzmittel oder künstliche Dünger eingesetzt. Und auch bei der Energieerzeugung ist es total unabhängig. Also das Unternehmen hat einen eigenen Windenergiepark und für die Wärmeerzeugung nutzt es die Späne, die bei der Holzverarbeitung übrig bleiben. Red Grandis gehört mittlerweile wirklich zu unseren absoluten Lieblingshölzern, weil es einfach alles mitbringt, was für den Fenster- und Türenbau wichtig ist. Es ist robust, es ist langlebig, es ist total witterungsbeständig und es macht schöne Oberflächen. Und wenn ihr noch mehr über unsere Fensterhölzer erfahren wollt, dann schaut doch mal unter sorpetaler.de vorbei.